Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtsanwaltskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und in der heutigen Ausgabe unseres Videopodcasts geht es um eine Frage, die uns ein Nutzer gestellt hat. Das war der Nutzer Kim Oliver. Aber diese Frage ist auch schon von vielen anderen Nutzern gestellt worden, nämlich: Wie läuft das eigentlich bei einem Anwalt so ab? Viele haben einfach Schiss, einen Anwalt anzurufen, weil sie glauben, dann läuft sofort der Gebührenticker. Und die Frage kann ich nur bestätigen, denn tatsächlich ist es so, dass viele Menschen glauben, dass Anwälte erstmal sofort Geld haben wollen, bevor überhaupt die Tür aufgemacht wird oder bevor der Hörer abgenommen wird. Deswegen möchte ich mal ein bisschen was zu meiner Praxis sagen. Wie läuft es im Detail ab? Nun, normalerweise sieht es so aus, dass ihr irgendein Rechtsproblem habt. Meistens eine Abmahnung oder eine Kündigung, wenn es jetzt um Arbeitsrecht geht, und jetzt hier Rechtsrat benötigt. Der erste Weg sollte dann vielleicht zu Google führen und ihr guckt schon mal, dass ihr ein paar Informationen zu diesem Problem zusammentragt. Und bei den Recherchen findet ihr oft dann auch spezialisierte Anwälte, die sich genau mit eurem Problem auskennen. Der nächste Schritt sollte sein, dass ihr zum Telefonhörer greift und den Anwalt einmal anruft. Und keine Sorge, da ticken die Gebühren noch nicht. Im Zweifel hat der Anwalt ja von euch sowieso keine Kontaktdaten. Und dann sieht es so aus, dass der Anwalt euch normalerweise eine kostenfreie erste Einschätzung geben wird und euch sagen wird, ob es sich hier lohnt, etwas zu machen oder ob die Sache überhaupt nicht wert ist, von einem Anwalt begutachtet zu werden. Haben wir diese Hürde überschritten und man sagt, okay, da ist was dran. Hier müssen wir zum Beispiel eine Unterlassungserklärung abgeben bei Filesharing-Fällen. Dann solltet ihr möglichst schon an diesem Telefonat mit dem Anwalt darüber sprechen, was es kostet. Denn wir Anwälte haben zwei Möglichkeiten, mit euch abzurechnen. Das eine ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das ist ungefähr so, wie Steuerberater abrechnen oder Ärzte nach irgendwelchen Punktetabellen. Wir können da zwischen einer 0,3er Gebühr bis zu einer 2,5er Gebühr alles Mögliche ansetzen. Und das ist relativ frei fließend. Das ist also für euch dann nie so einfach. Insofern kann ich nur sagen, die zweite Variante ist, ihr könnt Pauschalgebühren oder Stundensätze mit uns ausmachen. Das kann unter Umständen sinnvoller sein. Bei den Rechtsanwaltsvergütungsgesetzen ist es allerdings so, dass sich danach immer ein Prozess bemisst. Also wenn es tatsächlich ins Klageverfahren geht, dann muss man nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetzen abrechnen. Wichtig ist einfach, sprecht offen das Thema Geld mit dem Anwalt ab, damit nachher keine Unstimmigkeiten aufkommen. Hat man nicht über das Thema gesprochen, dann wird standardgemäß nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abgerechnet. Und dafür kann ich euch ein Tool präsentieren oder bieten, was wir für das iPhone haben programmieren lassen und für Google Android. Dort müsst ihr jeweils im Google Play oder im Android Store mal nach dem Wort Pocket Anwalt oder bei iTunes eben auch nach Pocket Anwalt suchen. Das ist unsere iPhone-App und da ist ein Prozesskostenrechner drin. Und jetzt gucken wir mal, was in diesem Prozesskostenrechner rauskommt. Ich habe jetzt hier mal den Betrag 150 Euro eingegeben. Das ist so eine klassische Abo-Abzocke und die wollen von euch Geld haben und ihr habt Sorge, was kann mir im allerschlimmsten Fall passieren, wenn mich jemand verklagt, der 150 Euro von mir haben will. Mit allem Schnick und Schnack, mit allen Anwaltsgebühren, mit allen Prozessgebühren und allem, was dazugehört. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Wenn euch jemand auf 150 Euro verklagt, dann können im schlimmsten Fall nachher 253,50 Euro an zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Und zwar sind das zweimal die Anwaltsgebühren, einmal euer eigener Anwalt, der kriegt, mal eben gucken, ungefähr 60 Euro für den gesamten Prozess, also nicht viel bei so einem kleinen Streitwert. Inklusive aller Schriftsätze kriegt der Anwalt nur 60 Euro plus Mehrwertsteuer und der andere Anwalt kriegt auch nochmal 60 Euro. Dann kriegt das Gericht nochmal 75 Euro und dann gibt es nochmal so eine Auslagenpauschale von 28 Euro. Das könnt ihr aber alles schön in dem Prozesskostenrechner des Pocket Anwalts sehen. Also streitet man sich um 150 Euro, kostet ein gesamter verlorener Prozess roundabout 250 Euro. Teurer kann es immer dann werden, wenn Gutachter ins Spiel kommen. Die wollen dann immer direkt 1000 Euro Kostenvorschuss haben, das aber erst in einem Prozess. Also da kann euch euer Anwalt dann nochmal beraten, ob man dann weitergehen sollte oder abbrechen sollte.
Also ihr seht, so teuer muss es gar nicht werden, wenn man einen Anwalt beauftragt. Aber wir gehen mal weiter und gucken mal bei den Filesharing-Verfahren, wie es da aussieht. Da werden nämlich nicht 150 Euro angesetzt, sondern 10.000 Euro Streitwert, 20.000 Euro, 50.000 Euro Streitwert. Und das machen wir jetzt mal. Wie sieht es aus bei 50.000 Euro Streitwert? 50.000 Euro Streitwert, das wären 5 Songs nach derzeit geltender Rechtsprechung, die ihr getauscht habt, mal 10.000 Euro Streitwert. Und nach diesem Streitwert, das ist nicht das, was ihr zahlen müsst, sondern danach berechnen sich unsere Anwaltsgebühren. Und da sieht es schon happiger aus. Da soll also nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz eine Gesamtsumme von 7.600 Euro gezahlt werden, wenn man so einen hohen Prozess verliert. Und an Anwaltsgebühren für eine erste Beratung würden hier ungefähr 1.200 Euro anfallen. Das wäre also schon sehr, sehr heftig. Das heißt, wenn es um File-Sharing-Fälle geht, da kann ich nur jedem von euch raten, vereinbart unbedingt vorher eine Pauschale. Und die sollte irgendwo zwischen 300 und 600 Euro liegen. Das ist das, was derzeit so für die Bearbeitung von File-Sharing-Fällen im außergerichtlichen Bereich angesetzt wird. Also, ihr seht, man muss gar keine Scheu haben, einfach mal einen Anwalt kontaktieren. Ihr seht, dass wir zum Beispiel auch sehr viele Kontaktmöglichkeiten haben. Die werden am Ende des Videos nochmal eingeblendet. Ihr könnt uns direkt über Facebook kontaktieren, könnt auch etwas hier in den YouTube-Kommentaren posten und natürlich uns immer anrufen und die Telefonnummer wird auch am Ende dieses Videos eingeblendet. Ich hoffe, das konnte so ein bisschen zeigen, wie wir Anwälte vorgehen, ein bisschen mehr Transparenz schaffen und die Scheu natürlich auch nehmen, im Zweifel einen Anwalt mal anzurufen und einfach Kontakt aufzunehmen. Das ist das Allerwichtigste. Erstmal Kontakt aufnehmen, dann kann man über die Kosten sprechen und dann könnt ihr euch auch überlegen, ob es sich lohnt, mit einem Anwalt über die Sache zu sprechen oder nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.